Endlich wieder ein Croissant essen. Ich liebe Croissants. Wie, keine Wurst heute? Menno. Anna, in 3 Wochen ist dein Geburtstag. So langsam sollten wir deine Geburtstagsfeier planen. Weißt du denn schon, was du machen willst und wen du einladen möchtest? Ja, ich weiß. Ich möchte gerne zum Paintball. Was? Wirklich? Ja, das wird bestimmt mega. Mit Farbe auf andere schießen? Ich weiß nicht. Doch bitte, ich habe da so ein Video drüber gesehen. Das war voll lustig. Also, ich finde die Idee gut. Na, von mir aus. Ich rufe da gleich mal an. Dann müssten wir nur noch die Einladungskarten verschicken. Brauchen wir nicht. Ich schicke per Handy jedem eine Einladung. Das geht natürlich auch. 3 Wochen später. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Anna. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Anna. Ja, alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg in der Schule. Danke. Puste die Kerzen aus und wünsch dir was. Und jetzt musst du die Geschenke auspacken. Welches Geschenk mache ich als erstes auf? Das große hebe ich mir zum Schluss auf. Mach mein Geschenk als erstes auf. Welches denn? Das hier? Ja, das habe ich von meinem Taschengeld gekauft. Oh, das ist aber lieb von dir, Greta. Oh, eine riesen Milka-Schokolade mit Keks. Danke, Greta, das ist meine Lieblingsschokolade. Bitte. Jetzt das hier. Ich bin gespannt, was es ist. Oh, wow, eine neue Wasserflasche mit meinem Namen drauf. Die ist toll, danke schön. Schön, dass sie dir gefällt. Das ist bestimmt ein Buch. Oh, cool, ein Buch für Mädchen. Das Buch ist toll, hier sind ganz lustige Sachen drin. Danke. Jetzt das. Das ist eine schöne Schachtel. Ich bin so gespannt. Oh, wie cool. Diese Handyhülle habe ich mir schon so lange gewünscht. Danke, Mama. Und was ist mit mir? Vielleicht habe ich sie ausgesucht. Hä? Danke, Papa. Die ist toll. Und jetzt das Letzte. Oh, wie schön. Ein Nike-Rucksack. Der ist mega cool. Danke, Mama. Danke, Papa. Und wie findet ihr ihn? Sehr cool. Alles Gute zum Geburtstag, Anna. Ja, auch von mir alles Gute. Alles Gute, Anna. Dankeschön. Cool, dass ihr alle gekommen seid. Na, Logo kommen wir, wenn du Geburtstag hast. Und dann machst du auch noch ein Mega-Event. Paintball, das wollte ich schon immer mal machen. Freut mich, dass es euch gefällt. Aber Chan fehlt noch. Wir können noch einen kleinen Moment warten. Er kommt bestimmt gleich. Greta und ich gehen dann mal in die Stadt ein Eis essen oder so. Mach das. 15 Minuten später. Ich glaube, Chan kommt nicht mehr. Wir können auch nicht mehr länger warten, unsere Zeit läuft bereits. Aber wir sind zu 5, wir können keine 2 Mannschaften bilden. Na klar, ich mach auch mit, dann geht es auf. Du? Ja, wieso nicht? Glaub nicht, dass dein alter Vater das nicht schafft. Das habe ich nicht gesagt, dann wird deine Mannschaft aber verlieren, das ist dir schon klar. Wie kommst du darauf, dass wir verlieren? Vielleicht verliert ihr? Das werden wir dann sehen. Dann los, lasst uns anfangen. Folgende Regeln gilt es zu befolgen. Erstens, die ersten 2 Minuten sind dafür da, euch richtig zu platzieren. Danach ertönt ein Signal und es geht los. Cool, dass wir in einem Team sind. Ja, das ist cool. Zweitens, wer 3-mal getroffen ist, ist disqualifiziert und muss auf die Bank. Drittens, Kopfschüsse sind verboten, auch wenn ihr einen Helm tragt. Und viertens, es gewinnt das Team, dessen Spieler als letztes übrig bleibt. Und die Zeit läuft. Psst, hey Anna. Ja? Wir müssen sie einkesseln. Ich gehe dahin. Und? Und wir dorthin. Genau, dann können wir sie von 2 Seiten abschießen. Guter Plan. Ich klettere auf den Container, da habe ich eine gute Übersicht. Hier kriegt mich keiner so schnell. Ich muss meine Deckung aufgeben, um an die ranzukommen. Los, kommt raus. Geschafft und weiter. Daneben. Wo versteckt ihr euch? Ah, da sehe ich einen Rothelm. Er schießt auf mich. Na, warte. Daneben. Mist. Mila, wir müssen meinen Vater aus seinem Versteck locken. Einer von uns muss ganz schnell an ihm vorbeilaufen. Okay, ich kann gerne den Lockvogel spielen. Ich bin schnell. Super, und ich schleiche mich in der Zeit an ihn ran. Mist, die entwischt mir. Nicht getroffen, das gibt's doch nicht. Papa? Ja, Anna?
Hasta la vista, Baby. Nein, es heißt Hasta la vista, Baby. Oh nein, den eigenen Vater, wie kannst du nur? Ah, das ist einer von den Roten. Oh nein, Mann! Da steht ja Robert. Getroffen! Hey, wo kommst du denn her? Den Herrn Jansen schnappe ich mir. Und Schuss, Treffer. Hey, wer war das? Jetzt habe ich schon 2 Schuss abbekommen. Mann. Oh nein, ich wurde getroffen. Ich muss mich verstecken. Oh, puh, kein Gegner. Nein, setz dich schnell hin. Ich wurde schon 2-mal getroffen. Ich auch. Kurz verschnaufen, dann müssen wir angreifen. Oh, wen haben wir denn da? Treffer versenkt. Oh nee, nicht schon wieder. Jetzt bin ich raus. Und 2-mal hat mich meine eigene Tochter getroffen. Das ist hart. Wirklich, wirklich hart. Da waren es nur noch 2. Dass ich jetzt so früh rausgeflogen bin, das gibt's doch gar nicht. Daneben. Anna. Ja? Robert ist da hinten. Und Schuss. Oh Mann, ich bin raus. Treffer. Da war es nur noch einer. Das war's für dich, Hanna. Oh nein, ich bin raus. Juhu, wir haben gewonnen. Team Rot, ich gratuliere, ihr habt haushoch gewonnen. Team Grün, ihr müsst noch etwas üben. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch allen viel Spaß gemacht hat. Ja, das war mega cool. Ich fand's auch super, auch wenn ich so früh raus war. Ich fand's auch gut, auch wenn ich ganz schön beschossen wurde. Vor allem von der eigenen Tochter. Ja, sie kann sehr gut zielen, alle Achtung. Das habe ich gemerkt. Hey Mila, wie geht's dir? Gut, aber mir tun meine Arme so weh. Echt? Wieso das denn? Ich war gestern mit meinen Eltern Bowling spielen und jetzt habe ich solchen Muskelkater. Aber es hat voll Spaß gemacht. Hast du gewonnen? Nein, leider nicht. Aber ich bin 2. geworden. Nicht schlecht. Auf Bowling hätte ich auch mal wieder Bock. Da waren wir schon so lange nicht mehr. Ich frage mal meine Eltern, ob wir das auch machen können. Mila, es gibt Essen. Ja. Ich muss jetzt aufhören. Es gibt Essen. Okay, telefonieren wir später nochmal. Ja, klar. Bis später. Bis später. Du, Mama? Hey, Anna, das Essen ist fertig. Kannst du bitte deine Schwester holen? Ja, mach ich gleich. Ich wollte dich was fragen. Ja, was denn? Weißt du, was wir schon so lange nicht mehr gemacht haben? Nee. Bowling spielen. Stimmt, das könnten wir mal wieder machen, oder? Finde ich auch. Ich rufe nach dem Essen mal an und reserviere uns eine Bahn für Freitag. Was hältst du davon? Oh ja. Eine Stunde später. Ja, hallo, Jansen, unser Name. Wir würden gerne für Freitag eine Bahn reservieren. Oh. Okay, verstehe. Das ist ja wirklich blöd. Da kann man nichts machen. Alles klar, auf Wiederhören. Was ist denn? Ach Anna, wir können nicht bowlen gehen. Das Bowling Center hatte einen Wasserschaden. Die haben erstmal auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ach Mann, schade. Sobald sie wieder aufmachen, gehen wir hin. Versprochen. Okay. Hey Anna, was machst du? Ich überlege. Was überlegst du denn? Ich würde gern Bowling spielen, aber leider hat das Center im Moment geschlossen. Ich überlege, was wir stattdessen machen könnten. Das ist doch ganz einfach. Wenn wir nicht zum Bowling gehen können, muss das Bowling halt zu uns kommen. Wie meinst du das? Na, wir machen Bowling zu Hause. Ja, gute Idee. Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Wir brauchen einfach Flaschen, die wir bemalen und einen Ball. Lass uns im Keller mal nach Flaschen schauen. Papa sammelt ja so viel. Okay. Die sind doch gut, oder? Die sind perfekt. Damit sie wie echte Bowlingkegel aussehen, malen wir sie weiß an. Ja, genau. Und los, das wird super. Ja. Fertig. Ich auch. Cool, die sehen jetzt voll echt aus. Es fehlt noch was. Was denn? Warte kurz, ich hole noch was.
Was hast du denn damit vor? Wirst gleich sehen. Ah, das sind die Streifen. Die sind auf den Kegeln auch immer. Genau. Die sehen jetzt richtig gut aus. So, die Flaschen sind fertig. Wir können starten. Wir müssen noch eine Bahn markieren. Stimmt. Jetzt sind wir aber fertig. Zum Glück haben wir hier richtig viel Platz. Ich kann es kaum abwarten. Können wir jetzt endlich anfangen? Aber zu zweit Bowling spielen ist so langweilig. Lass uns doch Mila und Laura anrufen. Gute Idee. Hey Mila, hast du Lust mit uns Bowling zu spielen? Bei uns zu Hause? Ja, wir haben hier was Cooles aufgebaut. Du wirst staunen. Also bis gleich. Ja, wir haben eigene Bowlingkegel gebaut. Okay, bis gleich. Knabberzeug darf natürlich nicht fehlen. Das sieht jetzt wie im echten Bowlingcenter aus. Ah, da sind die beiden schon. Hallo. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr Zeit hattet. Hey, ich habe gehört, hier wird Bowling gespielt. Da sind wir natürlich dabei. Das lassen wir uns nicht entgehen. Hey, hallo, coole Party. Okay, ich habe zwar keine Ahnung, woher sie wissen, aber je mehr Leute, desto lustiger wird's. Hey, cool, hier gibt's Chips. Hey, lass uns auch was über. Das war klar, dass sich die Jungs gleich auf die Chips stürzen. Ich würde vorschlagen, wir spielen erstmal Grundschule gegen weiterführende Schule. Einverstanden? Ja, können wir machen. Na klar, die Grundschüler werden gewinnen. Sei sie da mal nicht so sicher, Heinrich. Wer will anfangen? Darf ich? Ja, klar. Mach dir mal, wir essen so lange Chips. Nur zwei. Schade. Hey, du hast zwei Versuche. Ah, gut. Das sind drei Punkte. Jetzt bin ich dran. Guck, wie ein Profi das macht. Oh nein. Na du Profi, so könnt ihr aber nicht gewinnen. Ich hab ja noch einen Versuch. Oh Mann, das ist gar nicht so einfach. Los, Laura, du schaffst das. Oh yes, ein Strike. Das war wohl nix. Los, Anna, wir brauchen die Punkte. Ich gebe mein Bestes. Oh, schade. Oh nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Los, los, hau sie alle um. Ja, ein Strike. Sehr gut, Laura. Wie hast du denn das geschafft? Haben wir jetzt gewonnen? Ja, sieht ganz so aus. Juhu, wir haben gewonnen. Na toll, wir haben gegen die Grundschüler verloren. Hey, Bello, willst du es auch mal versuchen? Okay, du darfst, Bello. Wow, Bello, das war super. Das war bestimmt pures Glück. Bello, willst du noch mal? Bello, wie machst du das? Ha, das hättet ihr nie gedacht. Wow, Bello, das ist ja mega. Auch zweimal kann man Glück haben. Los, Bello, zeig es ihnen. Ha, wieder ein Strike. Na, was sagst du nun? Ja, okay, er scheint es richtig gut drauf zu haben. Bello ist der wahre Bowlingkönig. Hätten wir das bloß früher gewusst, dann hätten wir gewonnen. Danke, danke. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Tschüss!